So ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch eine sehr, sehr wichtige Basic-Kombi, die ihr für jedes Turnier braucht. Also, dranbleiben. Folgendes. Wir beginnen jetzt erstmal mit einer ganz normalen Basic-Kombi und zwar die Links-Rechts-Kombination. Das heißt, du hältst mal kurz die Hände oben. Und zwar boxt ihr die Führhand locker und die Schlaghand feste. Normalerweise kennt man das ja so, dass man hergeht bei Turnieren, sich total verausgabt und sagt, feste, feste. Aber diesmal macht ihr es anders. Ihr konzentriert euch auf die hintere Hand. Ja? Locker heißt auch schnell. Ne? Und feste ist auch dementsprechend etwas langsamer. Trotzdem hört man das. 1, 2, immer wieder. Und 1, 2. So, damit fangen wir mal an. Fabian, du bist dran. Let's go. Noch ein bisschen weiter zurück, sodass du immer schön reingehen musst und rausgehen. Und 1, 2. Und schön feste. 1, 2. Ja, der war gut. Nochmal, warte. Noch ein bisschen weiter zurück. Aus der Bewegung. Immer schön aus der Bewegung trainieren und rein. Sehr gut. Und nochmal. 1, 2. Und nochmal. Feste. Bam, bam. Der war cool. Alles klar. Und so. Noch ein bisschen weiter weg. Noch ein bisschen weiter weg. Und 1, 2. Locker feste. Und wieder. Bam, bam. Ja, genau. Der Druck schön. Akzent auf die hintere Hand. Und wieder. 1, 2. Und einer noch. Und bam, bam. Yo. Ja, mal gut gespürt. Lexa. Tessa. Also, vordere Hand locker, hintere Hand festen. Und ich halte die Hände auch nicht so, sondern ein bisschen versetzt. Ja, damit sich für den Punch schön strecken muss. Ja, genau. Und wieder. 1, 2. Bam, bam. Schön ausatmen. Ja, der war gut. Und nochmal. Und 1, 2. Und nochmal. Und bam, bam. Alles klar. So, bleibt direkt hier. Jetzt kommt das Eigentliche für die Kombination, und zwar der Kick zur Leber mit dem linken Bein. Das heißt, ich mache das nochmal vor. Ich gehe rein, locker, feste. Mach hier einen ganz leichten Switch und gehe dann mit dem Schienbein einmal auf die Leber drauf. Das heißt, wir kicken gar nicht mehr mit dem Fuß, sondern mehr mit dem Schienbein schön da auf die untere Rippe drauf. Nochmal locker. 1, 2, Wechselschritt und reinziehen. So, deine Aufgabe. Also locker, feste und Kick. Und den schön feste. Ne? Nochmal locker, feste und Kick. Noch fester der Kick. Und 1, 2 und bam. Und noch fester. Kick. Und noch fester. Sehr gut. Next one. So, fang langsam an. Locker. Feste, Kick und wieder und bam, bam und Kick, sehr gut und wieder, 1, 2 und bam, noch fester der Kick und atme aus dabei, 1, 2 und bam, der war gut und nochmal, 1, 2 und Kick, yo, so, Wechsel, okay, nochmal erst langsam, locker, feste, feste, nochmal, locker, feste, bam und Kick und leicht das zurück dran. Und komm. Und bam, bam, bam. Ja? Und wieder. Und 1, 2. Und mach ruhig so einen Wechselschritt, dann hast du für das Vorderbein so richtig Dampf. 1, 2. Und bam. Yo. Aber noch ein bisschen tiefer, dass er auf die Leber zielt. So schön da unten. Ne? Und nochmal. Und bam, bam, bam. Ist ja so bei den Turnieren. Viele haben natürlich die Deckung hier, aber unter dem Ellbogen, ne? Da fehlt meistens dann nochmal so das Verständnis, dass danach auf ist. Und da ist eben auch die Leber. Ne? Ja, das war die Kombi schon gewesen. Ausprobieren kann ich ja schlecht sagen. Kämpfen. Du musst kämpfen. Und zwar musst du diese Kombination immer wieder anwenden. Kommt die rechte Hand, kommt das linke Bein. Kommt die rechte Hand, kommt das linke Bein. Weil nur mit dem linken Bein erwischst du eben auch die Leber. Das war's. Denk dran, Kanal abonnieren und Video liken. Tschüss.